Schön, dass du wieder da bist und willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Wir sitzen gerade, also ich und Und ich, also Stefan. sitzen gerade in Mexiko auf unserer Terrasse, schauen aufs Meer und auf unseren Pool. Heute ist hier von der Regierung ganz unerwartet, ohne Vorwarnung, der Strom abgeschaltet worden in ganz Tulum. Gut, dass unsere Handys vollgeladen sind, weil damit einhergehend ist auch das Internet sozusagen lahmgelegt worden. Und es gibt zwar eine einzige Stelle, wo man hier ein bisschen Internet bekommt, und das ist, wie gesagt, eine einzige Stelle. Und wir hoffen, dass dieses Podcast so den Weg zum Sven findet und es dann hochgeladen wird. Also brandaktuell aus Mexiko wollen wir heute mit euch in das Thema eintauchen. Vor allem, weil wir jetzt gerade eine Woche auf der Cruise waren mit Proctor Gallagher Institut, wir Sandy Gallagher persönlich kennengelernt haben, die ganze Führungsliga kennengelernt haben und natürlich bei uns das Thinking into Results so unglaublich wieder präsent geworden ist und es uns so bewusst geworden ist, wie das unser Leben verändert hat, dass wir heute genau darüber sprechen wollen, wie schnell Veränderung geht. Vor allem, wie sich die Haltung bei uns verändert hat und wie sich auch deine Haltung verändern kann und du dadurch das in dein Leben ziehen kannst, was du wirklich haben willst. Ja, genau. Das ist einer der ganz großen Punkte. Und ich glaube, da kann ich vielleicht auch ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, wie ich 2017, 18 tatsächlich seit 20, nein, damals nicht knapp 20 Jahre selbstständig war und eigentlich gut in meinem Job bin, aber tatsächlich nicht glücklich war. Und es eigentlich nicht darauf ankommt, noch mehr zu machen, noch mehr Geld zu verdienen, noch ein größeres Auto zu fahren. Und das war alles schon da und trotzdem hat es mich nicht erfüllt. Und tatsächlich, muss ich sagen, hat mir meine liebe Frau, die Beate, da ganz arg geholfen bei, weil damals kam dann auch einfach das Coaching und irgendwann das Thinking into Results in unser Leben. Und ich durfte daran auch teilnehmen und es hat tatsächlich einfach mein Denken komplett verändert. Das hat mir einfach, wie ich glaube, beschreiben kann man das gar nicht, aber ich habe es tatsächlich durch das Thinking into Results geschafft, einfach achtsamer zu werden. Achtsamer zu werden, was meine Gedanken angeht und in den kleinen Dingen auch einfach das Wertvolle zu sehen. Und das hat tatsächlich Stück für Stück einfach dann transformiert. Was viele Menschen glauben ist, und da ist der Stefan jetzt gerade darauf eingegangen, wenn du bestimmte Dinge in deinem Leben hast, dass du dann dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wirst. Und wir wollen dieses Gefühl von Erfüllung fühlen. Wir wollen glücklich sein. Aber was wir glauben, unbewusst, weil uns das so beigebracht wurde, dass wir unglücklich zu sein, um diese Erfüllung zu finden, dass wir etwas im Außen brauchen. Mag das ein dickes Auto sein, mag das ein tolles Haus sein oder eben die Millionen auf dem Konto. Und nicht umsonst gibt es ganz viele Menschen, die all das erreicht haben oder so erfolgreich sind. Und wenn du sie anschaust, sind sie ausgelaugt. Sie sind nicht glücklich. Sie erfreuen sich noch nicht mal an den Dingen, die sie haben. Sie sehen das inzwischen als selbstverständlich, wollen mehr, weil sie aber glauben, dass wenn sie noch mehr haben, sie dann glücklich sind. Das heißt, ich selbst bin schon der Meinung, dass wir mehr haben wollen dürfen. Und es heißt das Programm nicht umsonst Thinking into Results. Du darfst Resultate, Ergebnisse haben dürfen, aber du darfst dich davon lösen, zu glauben, dass die Resultate im Außen dein Inneres verändern werden. Es ist nämlich genau andersherum. Du veränderst dich
im Hier und Jetzt. Und dann kommt das in dein Leben, was du haben willst. Nur dazwischen, von dem Punkt, an dem du stehst, bis zu dem Punkt, wo du sein willst, und zwar auf beiden Ebenen, innen und außen, also innen, wie du dich fühlen willst, und außen, was du im Außen haben willst, da gibt es ein Feld. Und in diesem Feld passiert Transformation. Bob Proctor sagt das in Thinking to Results, er nennt das immer die Gap, die Knowing Doing Gap, also die Lücke zwischen dem Wissen und zwischen dem Tun. Und das bedeutet nichts anderes als, also ich würde das noch nicht mal heute nennen, Lücke zwischen dem Wissen und zwischen dem Tun, sondern ich würde das heute nennen, kommt mir jetzt gerade, die Lücke zwischen dem Wissen und dem Sein. Denn am Ende geht es nicht darum, also nur um das Tun als solches, sondern wer bist du als die Person, die all das schon kreiert hat in deinem Leben, die all das schon angezogen hat, und auf Grundlage dessen, wie handelst du? Ja, das heißt, da ist schon auf jeden Fall ein großer Punkt mit dem Tun, aber es ist nicht nur das reine Tun, sondern es ist das Tun auf einer bestimmten Frequenz. Es ist das Achtsamsein. Es hat was für mich mit Loslassen und Achtsamsein zu tun. Denn wenn du dich in das Feld reinbegibst, sprich, du denkst deine neuen Gedanken, wer du in Zukunft bist oder schon jetzt bist in Gedanken, darfst du deine alte Identität in Liebe gehen lassen. Aber du darfst auch schauen, was kommt an Impulsen und was kommt auch an greifbaren Dingen, Chancen, Möglichkeiten in dein Feld, die dir eigentlich aufzeigt, da geht es zu deiner neuen Identität. Was kannst du schon in dem Moment dafür tun, ohne dass du das jetzt anstrengend forcierst? Natürlich kannst du Sachen forcieren und das mit viel Nachdruck machen, aber genau dann wird es ja anstrengend. Es geht ja darum, eigentlich um das. Die Bestimmung irgendwo da drin zu finden. Und das hat für mich was mit Loslassen und Achtsamsein zu tun. Und die Chancen und diese Möglichkeiten kommen. Vor allem, was einfach ganz, ganz oft also was du, Stefan, gerade gesagt hast, die alte Identität in Liebe gehen lassen. Ich würde das sogar so formulieren, dass ich sage, du lässt die alte Identität nicht los und sie gehen, sondern du integrierst sie. Sie ist immer noch da. Das ist immer noch ein Teil von dir. Und ich glaube sogar, dass es ganz, ganz oft die Angst ist, warum Menschen es nicht tun, was zu tun ist, weil sie glauben, dass sie dann eine andere Person sein werden und deswegen dann nicht mehr geliebt werden, nicht mehr von anderen verstanden werden und sie genau davor Angst haben. Was ich aber erfahren habe, ist durch diesen ganzen Weg, den ich gegangen bin und der bei mir, also im Außen sehr schnell Veränderungen sich gezeigt haben, dass ich heute immer noch, wenn ich in mich reinfühle, immer noch die gleiche Beate bin, die ich vor 5 Jahren war, und gleichzeitig bin ich nicht mehr die gleiche Beate, aber es ist, diese Beate vor 5 Jahren ist immer noch da. Die ist, also ich fühle mich immer noch so. Ja, und gleichzeitig bin ich aber noch so viel mehr als die Beate vor 5 Jahren. Also da sind einfach Dinge dazugekommen. Die sind nicht weggenommen worden, sondern sie sind dazugekommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und mir liegt jetzt tatsächlich irgendwie ein Beispiel irgendwie auf der Zunge, wo ich sage, schau mal, ich meine, ich habe Zimmermann gelernt und das ist ein ganz normaler Beruf, ja, den kennen ganz viele Menschen. Das ist eine ganz grundsolide Lehre und da weißt du, okay, du gehst auf die Baustelle und verdienst dein Geld und bringst deine Brötchen nach Hause. So, würde ich aber jetzt sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, eigentlich Zimmermann zu sein. Ich möchte gerne morgen Metzger sein, sagen die Leute, auch gut, kann ich auch verstehen. Oder Bäcker, egal was in dieser Richtung, alles nachvollziehbar. Aber komme ich plötzlich und sage ich, hey, ich will selbstständig sein, ich will Millionen verdienen, ich will eine Yacht besitzen, ich möchte gerne einen Rolls-Royce haben, ich möchte gerne meine Träume erfüllen, ich möchte um die Welt reisen.
dann kommen natürlich die Bewertungen von deinem Umfeld. Und dann sagen sie, du spinnst ja, oder wie willst du denn das machen? Denn das ist nicht mehr normal. Und dann fängt es an, dass es schwierig wird einfach. Und dabei ist es das Beispiel vergleichbar mit dem, was du gemacht hast, Zimmermann oder Bäcker. Oder Zimmermann und Metzger. Egal, es ist das Gleiche. Nur das eine ist vorstellbar. Das heißt, da kommen wir halt schon, da kommen wir jetzt in eine Tiefe, also wir kommen da schon eine Stufe weiter. Und zwar um was für eine Art von Veränderung handelt es sich, ja. Wenn das eine Art der Veränderung ist, die eher die Menschen nicht durchlaufen, die eher unter nicht leicht erreichbar kategorisiert wird, weil Achtung, Bewertung, das ist nicht leicht, das ist nicht für alle vorhanden, da ist, dann haben wir selbst auch Bewertung darauf oder haben auch überhaupt Angst, damit rauszugehen und das für uns zu beanspruchen. Erstens könnten wir scheitern, zweitens finden uns die anderen blöd und drittens, naja, wahrscheinlich hat es ja eh irgendwie keinen Sinn. Und jetzt gehe ich noch ein Stück weiter und ich behaupte sogar, es liegt an dem Wissen. Wie du Zimmermann wirst, wissen alle. Du gehst Ja. 3 oder 3,5 Jahre in eine Ausbildung Ja. und dann sammelst du deine Erfahrung und dann bist du diese Identität, dann bist du dieserjenige. Beim Metzger genauso, beim Bäcker genauso. Selbst wenn du sagst, du möchtest Arzt werden, du weißt, du gehst auf die Uni, du studierst, du machst dein Examen, schreibst deine Doktorarbeit und bist nachher der Arzt. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne dies oder das machen und der Weg dahin ist nicht bekannt, dann fängt es an, dass die Menschen sagen, ja, aber weiß ich ja nicht, wie es geht. Oder wo kriege ich denn die Infos her? Oder wie fühlt, also eigentlich dieses zu wissen, eigentlich schon groß zu träumen und zu wissen, wie ich mich fühle, auch wenn ich auf der Bühne stehe oder whatever, es ist egal. Aber in dem Moment, wenn der Weg dahin nicht bekannt ist, wie kann ich das erreichen? Dann steigen die Menschen aus. Und wir steigen genau da ein. Absolut. Weil genau darum geht es. Und wir haben, ich sag mal, als ich im sozialen Bereich gekündigt habe, ich hatte keine Ahnung, wie ich fünfstellig im Monat verdienen sollte. Ich habe damals, als ich nebenher noch selbstständig war, habe ich Zeit gegen Geld verkauft und ich musste sehr, sehr viel arbeiten, also wirklich sehr, sehr viel zeitlich unterwegs sein, um auf einen fünfstelligen Betrag zu kommen. Irgendwann mal habe ich dann auch herausgefunden, also ich durfte 3 bis 5 Mal in der Woche Seminare geben, dann bin ich auf einen fünfstelligen Betrag draufgekommen. Also es war schon möglich, nur habe ich irgendwann mal gemerkt, boah, das ist so anstrengend und jetzt zum Beispiel mehrfach fünfstellig wie jetzt. Also 10.000 € wusste ich, wie geht, aber wie geht 20.000 €? Ich kann meine Zeit nicht verdoppeln. Also das erschien mir zum damaligen Zeitpunkt einfach unmöglich. Ich hatte keine Idee, wie es gehen sollte. Und natürlich gibt es Menschen, die das schon irgendwie vorgemacht haben, die da durchgegangen sind. Nur in dem Moment, wo du dich so davon abgeschnitten fühlst, auch wenn sogar dir jemand den Weg sagt und sagt, naja, schau mal, du kannst ja ein Gruppenprogramm machen. Du kannst ja an 10 Leute ein Gruppenprogramm verkaufen im Wert von 5.000 € zum Beispiel. Boah, schau mal, das sind 50.000 €. Auch wenn dir jemand sagt, wie es geht, sogar dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, wie du gehen könntest, du hast trotzdem in deinem Kopf ein großes Fragezeichen und hast das Gefühl so, also so kenne ich das von mir, ja, aber wie soll das funktionieren? Wer soll das dann kaufen? Kommt als nächstes die Frage. Ja, aber wo sollen die Leute so viel Geld bezahlen? Ja, vor allem, wenn du selber noch nie so viel Geld bezahlt hast oder investiert hast in dich, wirst du das in Frage stellen, dass es da draußen Menschen gibt, die das tun. So, und was ich mit Thinking into Results, unter anderem mit Bob Proctor an meiner Seite, aber auch mit anderen Mentoren gelernt habe und verinnerlicht habe, ist, du bestimmst das Ergebnis. Du umgibst dich auf jeden Fall mit Menschen, die dort sind, wo du sein willst.
weil das die Energie ist, in der du spürst, dass das möglich ist. Ich habe das, also wenn ich jetzt weiterhin im Kindergarten arbeiten würde und diesen Traum nachgehen wollen würde, Millionen zu verdienen, von überall aus auf der Welt zu arbeiten und das meinen Erzieherinnen erzählen würde jeden Tag, ja, die würden mich angucken und so, die spinnt ja total. Manche Nicht, wissen nicht mal, dass es sowas gibt. genau. Also das wäre absolut außerhalb von jeglichen Möglichkeiten. Und es würde mir keinen Spaß mehr machen, mit ihnen darüber zu sprechen und mit ihnen darüber zu träumen. Das würde höchstwahrscheinlich ein Traum bleiben, weil ich auch nicht wüsste, welche Schritte ich gehen soll. Was habe ich gemacht? Ich habe mich in ein anderes Feld begeben. Ich habe mich in ein Feld begeben, wo es einen Bob, zum Beispiel einen Bob Proctor gab, der Multimillionen verdient hat, der weltweit ein Imperium aufgebaut hat und von dem ich lernen konnte, für den mein Ziel ein Pillepalle ist. Also wenn ich jetzt einen Bob Proctor oder auch viele meiner Mentoren, wenn ich ihnen gesagt habe, naja, ich will 1 Million in einem Jahr, easy, dann war so die Antwort, ach, das ist leicht. Ach, das ist leicht. Ja, weil die schon 10 Millionen haben. Für die denken sie, ah ja, 1 Million, das ist ja easy, das kannst du, das kannst du. Und dann kriegst du gesagt, naja, das kannst du. Was ganz, ganz wichtig ist, es ist nicht nur das, was du tust, und das sagte Bob Proctor immer und immer wieder, das sage ich immer und immer wieder, sondern es ist die Haltung, aus der heraus du das machst, die Energie, aus der heraus du das machst, und vor allem, dass du die Schritte gehst. Dass du die Schritte gehst und Schritt für Schritt in die Identität eintrittst, in das neue Feld eintrittst, in dem sich die Dinge manifestieren können, die du manifestieren willst. Weil die werden sich nicht in dem Feld manifestieren, in dem du heute bist. Weil wäre es so, wären sie schon längst da. Das heißt, du musst einen Schritt weitergehen und sozusagen mit deiner Identität ein Stück hereintreten in ein Feld, welches dir noch unbekannt ist und welches dich vielleicht auch ein bisschen ängstigt, der nicht so einfach ist zu machen. Da gibt es Dinge zu tun, die für dich außerhalb deiner Komfortzone sind. Aber in diesem Feld passiert Magie. Und in diesem Feld fühlst du dich aber unsicher. Und wir wollen dir auf diesem Weg helfen. Wir wollen dich genau auf diesem Weg unterstützen von, ja, ich habe vielleicht ein ganz cooles Leben gerade und ich habe ganz coole Ergebnisse. An sich geht es mir ja gut. Ich verdiene Geld. Ich habe vielleicht auch einen Partner an meiner Seite und es geht mir gut. Ne, so dieses typische Normalverdienerleben. Und gleichzeitig weiß ich, vielleicht hast du sogar schon auch ein Business, ja, und verdienst Geld, aber es ist mal, ist es mehr, mal ist es weniger. Irgendwie ist es noch nicht so, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du immer wieder vielleicht auch sogar Angst bekommst. So, ey, diesen Monat ist es 10.000 Euro gewesen und nächsten Monat ist es 2.000. Oh mein Gott, was ist da passiert? Oder vielleicht gar nichts. Was wir mit dir machen wollen, ist, dass wir genau von da, wo du gerade bist, wo du merkst, da ist so viel mehr Potenzial. Da ist noch so, so viel mehr möglich und du spürst das. Du spürst das so richtig, dass es möglich ist. Du weißt, es ist nicht nur für die anderen möglich, es ist auch für dich. Mehr Geld verdienen, sicherer zu sein, erfüllter sein, das zu machen, was du machen willst, einen Impact haben auf diese Welt, Spaß zu haben an dem, was du machst, es leichter zu haben, entspannter zu haben, vielleicht auch von überall aus auf der Welt reisen zu können. Keine Kunden, mit denen du um den Preis streiten musst, sondern Kunden, die gerne mit dir zusammenarbeiten wollen. Wir wollen mit dir diesen Weg gehen von dem Punkt A zu dem Punkt, an dem du sein willst, in dem du dich veränderst, in dem du genau diese Lücke zwischen dem Wissen, vielleicht weißt du sogar, wie es geht, vielleicht weißt du, hast schon ganz, ganz viel auch von dem gehört und kennst, was ich dir sage, aber dass du es nicht nur weißt, sondern diese Lücke eben zwischen Wissen und zwischen dem Sein,
zwischen dem Tun schließt. Und das machen wir mit Thinking Results. Absolut. Und kann ich eigentlich nur zufügen, ich bin immer noch, auch jetzt nach dieser Woche von der Cruise, tatsächlich nochmal so richtig in das Bewusstsein gekommen, was das Thinking in Results wirklich bewirkt hat. Und es hat mir nur gezeigt, es ist, ich habe gedacht, das ist ein Programm, was ich einmal durchlaufe und verändere mich damit, nutze das als Tool. Und es hat mir tatsächlich ins Bewusstsein gebracht, dass das so viel mächtiger ist, so viel größer, immer und immer wieder angewandt werden kann und dass es Soll. soll und dass ich tatsächlich damit auch tiefer gehen kann einfach. Ja. Und ich fange an, so wie du gerade vorhin gesagt hast, an dem Punkt, wo ich jetzt wieder stehe, eigentlich ist es immer ein Neuanfang. Das macht auch spirituell gerade jetzt wieder so einen Sinn. Jeder Tag ist ein Neuanfang. Jeder Tag ist ein neuer Beginn. Und genauso kann ich dieses Programm auch wieder jederzeit meine Gedanken neu ordnen, auch wenn ich jetzt schon dies und das und alles eigentlich erreicht habe, was ich eigentlich die letzten Jahre, ich habe jetzt gerade einen Post darüber gemacht, wie es vor 6 Jahren aussah und wie es jetzt heute einfach aussieht. Und es ist einfach tatsächlich Wahnsinn. Was sind schon 6 Jahre Zeit? Und wenn ich überlege, was da alles passiert ist, und ich kann neu anfangen. Ich darf wieder neu träumen, ich darf wieder größer träumen und ich darf jeden Tag neu für meine Ziele gehen. Und genau deswegen machen wir wieder das Thinking in Results. Also wir gehen das nochmal durch. Ich habe das bestimmt schon 3, 4, 5 Mal bin ich selbst durchgelaufen, als also wirklich das Programm, so wie es Bob Proctor auf die Spur gebracht hat, so wie das die Sandy Gallagher auf die Spur gebracht hat, dass ich das selber für mich durchgegangen bin. Und wir wollen das jetzt mit euch durchgehen. Und das Schöne ist, es sind jetzt genau 3 Jahre, als ich das erste Mal Thinking Results gekauft habe. Und wir dachten jetzt nach dieser Cruise, es kommt ein ganz besonderes Special. Ein very, 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 very big Special und eine Aktion, die es in dieser Form nicht gegeben hat. Wir haben nämlich die Entscheidung getroffen, es gibt jetzt gerade eine Aktion von Proctor Gallagher Institut. Wir machen da vollkommen mit und wir haben vor allem entschieden, das Thinking und Results noch mehr in unser Business zu integrieren. Einfach weil wir sehen und spüren, wie kraftvoll das ist, wie mächtig das ist. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Thinking Results ist nach wie vor bei uns ein Teil von der Abundance Mastery. Und aber, oder aber und, wir wollen das jetzt noch spezieller machen, weil wir diesen Impact von Thinking in Results einfach sehen, dass da noch so viel mehr möglich ist, was noch nicht ganz ausgeschöpft ist. Und deshalb starten wir ein neues Thinking in Results in einer Form, in der wir es noch nicht gemacht haben. Weil dieses Programm funktioniert nur für dich, wenn du es wirklich machst, wenn du es wirklich durchgehst, wenn du diese Schritte gehst. Und diese Schritte sind an sich, sind sie super gut erklärt. Du musst sie transformieren auf dein Leben und wir helfen dir dabei. Ich helfe dir dabei. Wir nehmen dich an die Hand. Und zwar machen wir ab dem Datum, wo ich selber zum ersten Mal das Thinking to Results gestartet bin. Und ich verrate noch nicht wann, aber es ist jetzt sehr, sehr bald. 16 Wochen mit einer neuen Gruppe von Menschen, die alle zusammen starten, das Thinking into Results mit einem Fokus Geld. Money Mindset. Weil das damals der Start von mir war, wie ich begonnen habe. Damals war für mich wirklich sehr, sehr wichtig, das Thema Geld zu verstehen, weil ich sehr starke Bewertungen dazu hatte. Was bedeutet es? Wir starten, wir machen 2 Wochen so eine Vorbereitungszeit für das Thinking into Results in einer Gruppe von Menschen, die sich jetzt dazu entscheiden. Dann gehen wir 12 Wochen jede Lektion, jede Woche einmal durch und zwar intensivst. Also da geht es wirklich auch um die Intensität.
Und das bedeutet nicht, dass du jetzt wahnsinnig viel Zeit dafür brauchst, weil du kannst das in deinem Alltag integrieren. Also es ist so aufgebaut, dass du das wirklich in deinem Alltag integrieren kannst. Und das ist sogar wertvoller, wenn du es in deinem Alltag integrierst, als wenn du nur das immer als eine Theorie siehst. Es ist wichtig, dass du das integrierst in deinen Alltag und transformierst. Und danach gibt es 2 Wochen nochmal Nachbereitung, also sowas wie eine Integration. Das heißt, wir haben 16 Wochen insgesamt zusammen. Und weil wir eben wollen, dass es so richtig für dich, ja, dass du dass du so eine Motivation von innen heraus entwickelst, dass du es wirklich willst, haben wir bis jetzt nicht gemacht. Wir werden die Teilnehmer, die durchgehen, und zwar auf die bestimmte Art und Weise durchgehen, werden wir sie zertifizieren. Das heißt, du bekommst ein Zertifikat von uns, dass du es durchgegangen bist, aber du bekommst es nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Das heißt, es wird sowas wie eine kleine Prüfung geben. Und die Neuigkeit ist, dass der Stefan selbst sich jetzt auch als PGI-Consultant zertifizieren lässt. Das heißt, wir beide sind dann PGI-Consultants. Das heißt, die Aufgabe, die du dann hast, die wird von einem PGI-Consultant sozusagen überprüft. Und erst, wenn das wirklich gemacht ist, weil du musst ins Tun kommen, du musst wirklich die wichtigsten Prinzipien verstehen und anwenden. Erst dann wirst du sozusagen zertifiziert, ja. Also es bedeutet einfach, dass du das kannst und dass du das, dass du, wir wollen, dass du das auch weiterlehrst. Du kannst zwar nicht das Thinking True Results danach verkaufen, aber du kannst natürlich mit diesem Material auch arbeiten. Ja, dafür ist es ja auch da. Es ist ja nichts, was Bob Proctor erfunden hat, sondern das sind universelle Gesetze, die er selbst von großen Lehrern hervorgeholt hat. Und wir wollen Menschen, die das in die Welt tragen. So, und solltest du zum Beispiel die Aufgabe nicht erfüllen, ja, hast du nochmal die Möglichkeit, das nochmal zu machen. Ja, also es ist nicht so, dass du einmal es machst, es ist dann falsch oder nicht sozusagen. Es gibt das Konzept von richtig und falsch sowieso nicht. Aber du hast einfach jederzeit die Möglichkeit, dich zertifizieren zu lassen. Das Ding ist, also es gibt schon bestimmte Prinzipien und du musst sie verstanden haben. Und wenn du sie selbst nicht Ja. verstanden hast und nicht wiedergeben hast, dann können wir dann praktisch das nicht als sozusagen durchgehen Das lassen. ist richtig. Das können wir dann nicht als richtig durchgehen So lassen, wenn ist du das es, so ja. meinst. Ja. So meine ich das. Okay. Ja, also es ist halt, ich musste mich auch als PGI-Consultant zertifizieren lassen. Ich musste auch bestimmte Aufgaben erfüllen, ja. Und wenn ich irgendeinen Quatsch eingereicht hätte, dann hätten sie gesagt, nee, sorry, du kannst das so nicht teachen. So kannst du nicht von uns, wir können nicht dahinter stehen. Und ich möchte hinter den Teilnehmern, die jetzt mit uns durchgehen, ich möchte hinter ihnen stehen und wissen, okay, sie sind das bei mir durchgegangen. Ja, ich gebe alles dafür, dass du das so verstehst und vor allem verinnerlichst, dass du das auch weitergeben kannst. Und ich dann stolz sagen kann, oh mein Gott, sie hat bei mir gelernt, er hat bei mir gelernt. Das finde ich richtig cool. So, und jetzt kommt's. Du kannst dabei sein. Wir haben noch keinen Launch, aber wir haben jetzt entschieden, wir machen sowas wie ein Pre-Launch. Und zwar für alle, die sich jetzt entscheiden und sagen, sie wollen dabei sein bei diesem neuen, einzigartigen, gigantischen Konzept, bei dieser Aktion, die es gerade gibt. Wenn du dabei sein willst, dann schreib mir, ich will dabei sein und du bekommst alle Eckdaten, weil wir werden im Moment den Preis nicht kommunizieren. Aber ich kann dir jetzt schon so viel sagen. Ich möchte als erstes, dass du erstmal spürst, willst du bei diesem Programm dabei sein? Willst du einfach dabei sein? Willst du dein Leben verändern? Willst du die Lücke zwischen Wissen und Sein und Tun, willst du es schließen? Willst du mit uns diese kraftvolle Zeit gehen? Willst du das Thinking into Results wirklich machen und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern richtig machen? Bist du bereit, dich da richtig reinzugeben? Ich bin zum Beispiel so, wenn ich irgendwas für mich für irgendwas entscheide, ich will das einfach so richtig, ich will's. Ich will es einfach. Ich mache das dann. Ich mache es. Und wenn du das willst, dann bekommst du alle Eckdaten, die es braucht. Du bekommst auch einen einzigartigen Preis. Du bekommst ein Geschenk, wenn du es jetzt bestellst, bevor wir es öffentlich machen. Öffentlich wird das erst gemacht mit unserer nächsten Masterclass, die jetzt demnächst beworben wird. Aber für alle, die jetzt schon wissen, oh mein Gott, das will ich mir nicht entgehen lassen. Da will ich dabei sein. Kannst du entweder jetzt uns direkt schreiben.
ich will dabei sein, dann bekommst du alle Infos. Oder du meldest dich beim Stefan für einen Vision Call und wir gucken, oder ihr guckt gemeinsam, inwieweit das miteinander passt und du triffst eine Entscheidung. Ich glaube, dass die Entscheidung letztendlich du jetzt schon getroffen hast. Also wenn du bis jetzt zugehört hast und sagst, oh mein Gott, das klingt irgendwie spannend, dann sind wir für dich da. Jederzeit. Absolut. Danke, dass du bis dahin zugehört hast. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf diese Zeit, die jetzt kommt. Das wird gigantisch. Das Thinking It Results mit dem Fokus Money Mindset, Money Cashflow wird so gigantisch sein. Und wenn du dabei sein willst, schreib mir, buche einen Vision Call. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit anderen teilst. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die genau auf diese Möglichkeit gewartet haben. Dann teile es doch gerne mit ihnen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Deine Beate und Stefan. danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst. Mein größter Wunsch ist es, dieses Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben, um so das Leben ein Stück zu einem besseren und liebevolleren Ort zu machen. Wenn du etwas mit uns teilen möchtest oder mehr von uns hören magst, findest du uns auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf unserer Webseite. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Danke, dass du da bist und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Deine Beate.